Hallo, wir sind in einer neuen Gruppe und einer ist direkt wieder raus. Hat er mich gesehen, hat er gedacht, leck mir am Arsch, mit dem will ich nicht. Aber das macht nichts. Grimbatol war auch noch nicht, ne? Hier in der Runde jetzt so, ne? Cool. Wieder eine neue. Siehste, die habe ich vergessen. Ich hatte ja schon den Thron der Gezeiten vorausgesagt, dass der noch nicht da war, aber die hier noch nicht. Na gut. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich finde die Innie hier, die ist okay, die ist ganz nett. Es gehört jetzt nicht zu meinen Lieblings-Innies, aber es gibt Schlimmere, sag ich mal. Es gibt Schlimmere. Ich habe übrigens mal überlegt, wieder so ein regelmäßiges, oder wieder ist gut, halt mal so ein regelmäßiges ja, Frage-Antwort-Gedöns zu machen, so Q&A-mäßig. Das Problem ist halt immer, wenn ich das gemacht habe, musste ich immer mit sehr viel Mühe mir Fragen zusammensuchen, weil keiner Fragen gestellt hat. Das ist halt immer so, ich weiß ja nicht, ob das so Sinn der Sache ist. Weil wenn ich Leute auffordere, dann kommen kaum Fragen und so weiter. Das ist immer so ganz weird, wenn ich da so was ankündige und dann nichts machen kann und so. Deswegen ist das irgendwie, ich weiß ja nicht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Falls ich da nicht direkt drauf antworte, dann Wichser. Entschuldigung. falls ich nicht direkt drauf antworte, dann nehme ich das vielleicht irgendwie in so ein Mark. Oh, dieses blöde Netzding, ne? So. Alles gut. Alles gut. Feuer! Hier kann man sehr viel, wenn die Leute gut zielen, sehr viel schon mal abräumen. Dass man hier kaum noch was machen muss. Und kaum noch was machen, ist gut. Sehr gut ist. Ups. Okay. Jetzt irgendwo in die Luft geschossen. Aber irgendwie ziehen die Leute nicht gut. Wenn man als letzter hier langkommt, muss ja eigentlich schon alles kaputt sein, größtenteils. So wie da. Beispielsweise. Und den Boss direkt auch wegbomben? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Sind aber hartnäckig hier, die Kollegen. Naja, dann machen wir halt die Leben ein bisschen runter, ist auch okay. Haben wir gleich nicht mehr so viel zu kloppen, ne? Das ist auch in Ordnung. Oh, die laufenden da muss ich erwischen. Zack. Hier ist soweit in Ordnung. Na gut, dann landen wir und schauen mal, was es da vorne gibt. Habe ich noch irgendwo ein Haustier? Huch. Nehmen wir mal den Mörkelot heute mit, ne? Nehmen wir mal den Mörkelot, den alten Kreuzfahrer, Ritter, Kreuzritter. Wie hießen die in Diablo nochmal? Kreuzritter, Kreuzfahrer. Fuck, wie hießen die denn? Ich hab den Namen vergessen. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal dahin. Dann brauche ich nicht googeln, weil ich das sowieso vergesse, wenn ich hier die Aufnahmen stoppe. Genau, da sterben die doch ganz gut hier. Was sind so eure Lieblingsrasse eigentlich? Oder Lieblingsvolk in WoW? Also Untote finde ich ja ganz geil. Bei denen sieht die ganze Mockrüstung aber immer so ein bisschen blöd aus. Ansonsten mag ich halt dann Tauren ganz gerne. Und dann kommt ewig nix. Ewig kommt dann nix. Orks mochte ich ja nie besonders, aber jetzt die neuen, die finde ich ganz cool, obwohl ich auch keinen hab jetzt.
werde mir auch wahrscheinlich nie einen machen, irgendwann mal als Twin so, aber also wirklich Ork muss ich nicht haben, muss ich einfach nicht haben. Aber ich kann verstehen, wenn man die mag. So hässlich sind die jetzt auch nicht, besonders mit den neuen Modellen. Ist zumindest besser als 80% der Allianzvölker. Wenn ich das nur so sagen darf. So, General Umbriss, oder wie hieß der? Genau. Huch, er stürmt. Ich habe ja komplett vergessen bei den ganzen Bossen, was man da wirklich machen muss. Früher musste man das auch mal beachten. Aber heutzutage nicht. Leute mal einsammeln. Ah, da ist einer gestorben. Oh. Rezomat, ne? Alles under control hier. Alles cool, alles gut. Nur nicht ausrasten, immer schön geschmeidig bleiben. Gucken, was der hier so macht. Ja, naja. Naja. Geht so. Ich weiß jetzt übrigens auch durch eure Kommentare, dass dieses Mount-Dings da auch in den Zeitwanderungen droppen kann bei den Bossen. Also diese Drachen da, die ich angesprochen hatte, in, ich glaube, der zweiten Folge war es. Oder war es die erste? Ne, müsste eigentlich die zweite gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Nagelt mich doch nicht drauf fest, Leute. Was ist denn los mit euch? So, wir warten kurz, damit wir den dicken Boss nicht dabei pullen. Weil den wollen wir nicht dabei haben. Wir wollen hier erstmal die Gegend ein bisschen frei machen, die Kampfumgebung. Genau. Oh, what the fuck, ey, diese scheiß Jäger jedes Mal mit ihrem blöden Sperrfeuer da. Ach, ey, ohne Scheiß, das bringt nichts. Jeder, der ein Jäger ist, der geht jetzt, der lockt jetzt ein, wenn das nicht ist, und zieht das Sperrfeuer aus der Leiste und tut es dann nie wieder rein. Es bringt nichts. Es nervt nur, Leute. Es nervt. Lasst es sein. Meine Fresse nochmal. So. Ist doch wahr. Jedes Mal dieselbe Scheiße hier. So, die schaffen wir noch, bevor der Boss kommt. Hoffe ich. Ja, wenn nicht, dann haben wir hier noch einen dabei beim Boss. Macht auch nichts. Wenn ich betäubt bin, ist das aber schlecht. Na, alles gut. So. Holen wir dafür mal die Armee noch dabei. Dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. So, der wechselt auch irgendwie die Stances so ein bisschen, ne? Glaube ich. Macht dann jetzt! Da hüpft er weg! Versuchte mal so ein bisschen da wegzuziehen, damit die Leute da vernünftig stehen können, aber jetzt sehe ich nichts mehr. Aber macht nichts. Ich opfer ja hier alles für mein Team, ne? Wisst ihr Bescheid. Oh, meine ich das nur, da kommt hier überhaupt kein Schaden bei rum. Nee. Gucken wir mal. Ah, geht so. Ah, zumindest keiner unterm Tank. Ist ja heutzutage auch schon mal ein bisschen was wert, nicht wahr? Besonders wenn ich der Tank bin, ich mach nämlich so gut wie gar keinen Schaden. Voll schlecht. Und so. Puh, was war denn für ein Geblitz? Achso, der macht sein Feuer. Ah, leck mich ab. Warum dreht er sich denn um?
auf einmal. Mann, Mann, Mann. Hör auf. Ist doch nicht schön, ist das doch nicht. So, die Punkte abgestaubt, so wie das sein muss. Und weiter geht's. War natürlich nur geschafft, weil Mörkelot dabei war. Ansonsten wäre das hier katastrophal in die Hose gegangen, sag ich euch. Da hätten wir aber kein Land gesehen. So, irgendwer muss da hinten noch die Gruppe pullen, nicht? Vielleicht ein bisschen Sperrfeuer noch rein, nicht? Na gut. Schade. Schade, schade. Hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Ecke. Mal sehen, wie wir schon platt gemacht haben. Die Gruppe hier links ist weg. Da können wir einfach durchlaufen. Sehr gut. Hier, die haben auch nicht mehr so viel Leben. Wunderbar. Die können wir hier einmal zusammenziehen. Und dann schön wegbomben. Und entwaffnet. Gut, das ist aber nicht so gut. Um die Ecke, über die kaputte Brücke hier, dass die nicht auseinanderfällt. Das wundert uns ja auch so. Der ruft gleich einen Drachen her, da müssen wir aufpassen. Müssen wir gleich spotten. Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht. Da, okay. Der kam jetzt relativ plötzlich, wenn ich das so sagen darf. Und ansonsten, was haben wir da hinten noch? Ah, ja, die haben ein bisschen mehr Leben noch. Einer hat nur noch die Hälfte. Da haben wir nicht so gut drauf geschossen, aber ich glaube, die haben auch generell viel Leben, von daher will ich da jetzt auch keinem einen Vorwurf machen oder so. Alle mal zusammenziehen hier. Aber dass die auch immer noch laufen müssen danach, ne? Dass die auch immer noch laufen müssen, dass man die nicht mal auf einen Fleck zusammenziehen kann, diese Schlingel. Und da kommt noch schon der Boss. Wo geht der hin? Ach so. Nee, doch nicht. Ich dachte, der holt seinen Drachen schon, aber das macht er gleich erst während des Kampfes, ne? Redet der auch? Ich höre den gar nicht. Na egal. Wen interessiert das schon? Ich habe nämlich die Kopfhörer relativ leise gestellt, damit ihr nicht so einen Rückkopplungsscheiß kriegt, beziehungsweise dass ihr nicht das, was ich höre, nochmal hört, weil ihr habt ja die den Ingame-Sound sowieso schon, dann hättet ihr den irgendwie doppelt. Das wäre nicht so geil, besteht da. Deswegen habe ich das relativ leise. Ich möchte aber auch ein bisschen was hören, weil sonst ist ja langweilig. Ah! Okay. Egal. Weiter. Immer weitermachen. Vielleicht ein bisschen darauf achten, wenn der verschlingende verschlingende Flammen wirkt, dass man dann da weggeht. Weil, tut wohl weh, habe ich gehört. Wo wir beim nächsten Mal wieder Dings haben. Antimaschhöhle, so. Ach, immer dieses Hin- und Hergelaufe. Aber was wir mal machen, das Leben ist hart als Held in dieser Welt. Man kann ja auch nicht alles haben. Was ist er denn für einer? Achso. Der saß da drauf, ne? Ist er weg? Ja. Drache ist weg. Cool. Cool. So, und auf zum letzten Boss. Das ist nochmal so ein Drachenrufer, glaube ich. Ja. Machen wir weg. Dann ist da unten noch ein bisschen Trash. So komische
weiß ich nicht, was soll das eigentlich sein, diese Elefantenrüssel-Menschen da? Weiß das irgendwer, was das überhaupt, was das sein soll? Kennt sich da einer lore-technisch aus, was das für Viecher sind, wo die herkommen? Mit irgendwelche Genexperimente? Oder sind die so hässlich? Man weiß es nicht. Also ich zumindest nicht. Oh, hier ist noch eine Gruppe. Ich dachte, da unten wären nur noch die Dinger. Na gut. Ah ne, da ist ja noch ein. Oh Gott, da ist ja viel mehr Trash, als ich jemals ahnen konnte. Was? Ich dachte, die hätten die andere Gruppe da auch noch gepult. Schon Schreck gekriegt. Aber alles gut. Sperrfeuer ist diesmal in der Tasche geblieben. Quasi. Zack, so geht das. Schon wieder entwaffnet. Wer entwaffnet mich denn hier die ganze Zeit? Können wir nicht hier einfach Quel de la aus meinen Händen ziehen? Geht doch nicht. So, da, die meine ich, diese Elefanten-Dinger. Sind das Elefanten? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Unterwasser-Elefanten. Seeelefanten. Gibt es Seeelefanten? Seekühe gibt es, das weiß ich. Aber Seeelefanten klingt auch sehr vertraut. Gibt's das? Immer schön die Heilung kicken, Leute. Ist ja Bescheid, sonst dauert das hier ewig. Und das will ja keiner. Sehr gut. Komm, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Essenzzeug da. Wieder gekickt, die Heilung. Na, weil, wie gesagt. Und direkt weiter. Armee ist auch gleich wieder am Start, aber da müssen wir noch ein Minütchen warten. Die kommt dann ein bisschen später, ne? Ein bisschen hinten dran kommt die. Müssen wir gleich mit dem Orkan aufpassen, dass wir ins Auge des Sturms gehen. Huch. Damit wir da keinen Schaden kriegen oder wenig Schaden kriegen oder whatever. Ihr wisst, was ich meine. Genau, da müssen wir jetzt hin. War es das nicht? Moment. War da nicht irgendwas mit einem Sturm noch? Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich weiß es doch nicht. Was ist das denn? Der Hilfe geholt. Ach so, die kann man gar nicht spotten, ne? Die muss man töten, damit die Eier nicht öffnen. Genau so. Genau so war's. So und nicht anders. Oh, hör mal auf mich zu schubsen hier. Ins Petzig. Bei deinen Eltern. Hast du überhaupt Eltern? Ich hoffe nicht. Wie sehen die denn wohl aus, wenn du schon so hässlich bist? Schattenorkan, ja, sag ich doch. Da kommt doch ein Orkan. Oh nein, oh nein. Schön die Todesmäntel abfasern hier auf den Boss. Lohnt die Armee sich noch? Nicht wirklich, aber wir ziehen sie trotzdem. Because we can. Wir brauchen die eh danach erstmal nicht mehr. Von daher kann man das ruhig mal machen. Jetzt nicht den Fehler machen und die Viecher da nicht. Genau, sehr gut. Das ist nämlich fatal, wenn man denkt, man ist schon am Ziel und dann macht man die Hälfte nicht mehr. Und dann ist aber. Das war richtig. Richtig scheiße. Schon wieder Schattenorkan. Na gut.
Ach so, kann man den verhindern, wenn man sich da reinstellt oder wie? Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht, was hier abgeht. Aber der ist jetzt eh tot, von daher ist auch egal. Jetzt ist auch egal. Jetzt braucht er die nicht mehr machen. Was, der hat sich geheilt. Seit wann heilt er sich? Hab ich was verpasst? Na gut, dann ziehe ich jetzt mal hier den Ring, der jetzt völlig unnütz war. Aber egal. Wir können's. Er hat ja eh nur 2 Minuten. Bis wir die ihn wieder brauchen. Ach Mensch. Da vergeht ja mindestens 24 Stunden vergehen. Bis dahin, hau da rein.